Hallo, mein Name ist Eva Zehnder. Ich arbeite beim DOSB und bin dort zuständig für das Projekt Trainerin Sport Deutschland. Ich freue mich sehr, euch die Projekte des DOSB Innovationsfonds in Form von kurzen Videointerviews vorzustellen. Die Projekte haben sich im Schwerpunkt Personalentwicklung in erster Linie mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen von Trainerinnen und Trainern befasst. Somit zahlen sie, genauso wie das Projekt Trainerin Sport Deutschland, ebenfalls auf die Vision Trainerin 2026 ein, die da lautet: Bis zum Jahr 2026 verfügen wir in Sport Deutschland über eine ausreichende Anzahl an qualifizierten Trainerinnen und Trainern. Wir schauen jetzt auf das Projekt des Deutschen Ruderverbandes. Sie haben ein Pilotprojekt zur Förderung von Trainerinnen initiiert. Dazu spreche ich mit Katharina von Kodulitsch. Schön, dass du da bist, Katharina. Hi, Eva. Sag doch mal, vor welchen Herausforderungen standet ihr zu Beginn des Projektes und wie konntet ihr die durch das Projekt dann angehen? Genau, also die Idee oder irgendwie Bedarf sozusagen war ja, dass eigentlich im Deutschen Ruderverband gibt es ja zu wenig Trainerinnen. Und dann kam die Idee, eben nach einem Pilotprojekt, Mentorinnenprojekt zu starten für Frauen, die noch nicht so ganz wissen, ob sie vielleicht Trainerin werden möchten, eben Trainerin im Hauptamt, nicht nur im Ehrenamt. Und dafür haben wir dieses Projekt ja gestartet. Jetzt ist das ja eine Herausforderung, die wahrscheinlich viele Verbände kennen, dass einfach die Frauen in der Trainertätigkeit fehlen. Rückblickend, welche Impulse konntet ihr durch das Projekt für Sport Deutschland setzen? Also wir glauben, dass wir durch dieses Projekt, also ein Mentorenprojekt in die Wege zu leiten, das einfach gut übertragbar ist für andere Sportarten auch. Es ist im Verhältnis relativ leicht, Menschen anzusprechen, die bereit sind, Trainerinnen zu fördern, zu unterstützen, für Frage und Antwort bereitzustehen. Und ich glaube, das ist einfach eine gute Geschichte, auch für andere Verbände da vielleicht zu gucken, gerade zur Förderung von Trainerinnen ähnliche Programme ins Leben zu rufen. Und wie kam das denn bei den Trainerinnen an? Wie fanden Sie dieses Mentoring-Projekt? Also gut, man muss natürlich sagen, durch Corona hatten wir jetzt das Glück, dass wir es schieben können, weil die Idee war natürlich einmal, ich sag mal, ein Jahr im Leben einer Bundestrainerin, sozusagen von Anfang der Saison einmal durch und dann zum Ende der Nachbesprechung. Durch Corona konnte das so nicht stattfinden. Wir sind gestartet, wir haben einen Auswahlprozess gemacht, die konnten sich bewerben dafür und dann dann ist es halt einfach gestartet und wir können es jetzt glücklicherweise schieben. So. Aber die beiden, die wir uns da ausgesucht haben, denen macht das echt Spaß. Die sind auch sind gut dabei und von daher ist das natürlich wie ein Push, dass man das initiieren konnte. Und vielleicht nochmal kurz so zum Hintergrund. Das waren schon bestehende Trainerinnen, die jetzt quasi noch in ihrer Karriere begleitet sind, oder waren das welche, die noch komplett neu in das Traineramt hineingeschnuppert haben? Nee, genau. Also das sind schon Trainerinnen, die bereits ein bisschen Erfahrung haben. Aber wenn ich jetzt natürlich auf das Ziel gehe, Bundestrainerin werden zu wollen, ist das natürlich nochmal ein anderer Aspekt. Das ist mehr als nur, was heißt mehr, aber es ist was anderes als reines Vereinstraining, sondern es ist natürlich national, auf einer anderen Ebene sozusagen. Und von daher ist das nochmal ein anderer Fokus. Absolut. Und diese Möglichkeit hat man ja auch nicht jeden Tag mal bei der Bundestrainerin mit dabei zu sein. Genau, ne? Das ist natürlich schon der Top-Beruf in der Trainerkarriere. Und von daher ist das einfach auch eine Motivation. Und man schafft natürlich dadurch auch schon ein Netzwerk, ne? Für die angehenden, vielleicht Bundestrainerinnen oder eben Trainerinnen, die ist auch immer am Hauptamt. Es muss ja nicht gleich Bundestrainerin sein. Es kann auch eine Landestrainerin, aber so ein bisschen übergreifender Posten vielleicht, einfach da auch ein Interesse wecken und auch einen Einblick in diesen besonderen Art von Berufsweg geben. Ja, total spannender Ansatz. Wenn man so auf das Gesamtprojekt schaut, welche Learnings nehmt ihr jetzt vielleicht auch für euren Verband mit aus dem Projekt? Also Learnings ist natürlich so ein Projekt starten, setzt ein Thema. To-dos, wenn ich daraus irgendwie nochmal, wäre natürlich schon, wenn man da, also ein Projekt ist gut, so, wenn man da irgendwie was Langfristiges draus machen kann, dass das mit in die Strukturen geht. Klar, man muss es dann immer finanziell abklären, weil das natürlich Kosten hervorruft, aber schön wäre es, wenn man das regelmäßig, entweder jedes Jahr oder alle 2 Jahre oder wie auch immer, also einfach da mehr einen größeren Fokus draufsetzen könnte und dass eine Art Regelmäßigkeit daraus entstehen könnte.
Ja, ich glaube auch, ihr habt mit dem Projekt einen sehr, sehr guten Aufschlag gemacht. Sabine Tschäge, eine der Mentorinnen, ist ja auch in unserem Podcast Trainerin Sport Deutschland zu hören und berichtet da nochmal ein bisschen näher über ihre Arbeit als Mentorin. Und insofern, ja, wenn das natürlich nachhaltig dann auch in den Verband wirken kann und fortgeführt werden kann, ist es natürlich super. Genau, also gerade der Podcast, das war natürlich cool, dass das geklappt hatte so und einfach ist jetzt nochmal, ja, es gibt eine größere Breite einfach für das Thema nochmal und von daher, ja, habe ich mich echt gefreut, dass das so gut gelaufen ist. Dann vielen Dank dir für das spannende Interview und viel Erfolg natürlich noch dabei, mehr Trainerinnen mehr Frauen für die Trainertätigkeit zu begeistern. Ja, cool, vielen Dank. Hier haben wir alle wichtigen Links für euch zusammengestellt.